Das GOAT-Format ist ein Klassiker im Yu-Gi-Oh! Kartenspiel. Es beinhaltet die Sets bis zu The Lost Millennium und die Banlist, welche im Sommer 2005 gültig war. Das GOAT-Format ist bei vielen Spielerinnen und Spielern sehr beliebt, weil es ein sehr strategisches Format war, in dem jeder Kartenvorteil hart umkämpft war. Aber wie hat sich Yu-Gi-Oh! Bis zu dieser Ära überhaupt entwickelt? Clute und Nice Guy gehen mit euch in diesem Format auf eine Reise zu den Anfängen von Yu-Gi-Oh! In jeder Folge öffnet jeder der beiden ein Display eines Hauptsets von LOB über IOC bis hin zu TLM. Dadurch können mit den zufällig gezogenen Karten die Decks verbessert werden. Damit es trotz des Glücksfaktors fair bleibt, gilt die GOAT-Format-Banlist über die ganze Zeit hinweg. Allerdings im Traditional-Format. Obendrauf müssen wir beide eine weitere ikonische Karte im Deck spielen. Eine der Götterkarten, Slifer oder Obelisk. Begleite uns auf unsere Reise. Das ist der Weg zum GOAT. So, dann machen wir mal unsere Pax Pharaoh Servant auf. Eigentlich ein Set, aus dem sehr krasse Karten gibt. Ruf der Gejagten, Jinzo, kaiserlicher Befehl. Aber wie ihr schon sehen könnt, bei uns sieht es nicht ganz so rosig aus. Ich habe das Gefühl, wir setzen unsere Nietenrunde aus Legend of Blue Eyes White Dragon fort. Ja, Codewave, eine gute kommen, keine Frage. Auch Zeitsiegel, gut. Magic Drain ist solide. Also wir haben ein paar gute Karten, aber wir haben nicht die Kracherkarten. Das ist ein bisschen schade, also Morphing Chart 2 ist auch gut, aber wie gesagt, keine Secret Rare für uns, keine Ultra Rare für uns, auch sowas wie Goblin Angriffsdruck leider nicht gezogen, deshalb schauen wir mal, welches Deck wir uns da draus basteln. Ja, da sind wir dann auch mit dem Deck, das ich jetzt spiele. Wie gesagt, das Extra-Deck ist wieder irrelevant. Wir haben einige Traps gezogen, die wir dann doch reinpacken. Auch sowas wie Michizure könnte ganz gut sein. Ich nehme jetzt das Deck Profile nach dem Duell auf. Es hat sich herausgestellt, dass Michizure in dem Kartentext, der damals das Ruling war, nicht so gut ist, weil sie nicht im Damage Step triggert. Daher wird die wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht mehr von uns gespielt werden, weil das mit dem Ruling eine komische Sache ist. Aber jetzt gerade dachte ich, sie ist gut als Monster Removal und deshalb ist sie im Main Deck. Und noch eine Bemerkung vielleicht an dieser Stelle. Codewave ist in diesem Format auf 3. Ich habe auch mehrere davon, aber ich dachte irgendwie, dass sie limitiert sei, warum auch immer. Und deshalb ist sie nur einmal im Deck und nicht dreimal irgendwie im Side Deck oder so. Ja, wundert euch nicht. An sich kartenmäßig haben wir nicht viel geändert, denn wir haben nicht so viel gute Karten gezogen. Wir sind jetzt halt mehr auf, also nach wie vor auf diese Finsternis, Beatdown mit Ausrüstungszauberkarten. Wir haben noch zwei Removal-Karten, nämlich der Ladybug of Doom und der Morphing Char Nummer 2. Sowie den Nobleman of Crossout und den Nobleman of Extermination, die sind eigentlich auch ganz solide. Aber ja, wir haben nach wie vor halt eben keine Karten wie Spalt oder Raigeki, das heißt wir brauchen Ausrüstungszauberkarten und Beatsticks. Und die Sache hat ja letztes Mal ganz gut funktioniert, deshalb verwende ich die Strategie weiterhin und guck mal, was so bei rumkommt. Und dabei wünsche ich schon mal viel Spaß dann beim Duell. Und wie ihr jetzt sehen könnt, ist halt die aktuellsten neuen Karten, die wir auch ziehen. Da sind ein paar interessante dabei, wie Nobleman of Crossout, Coldwave, aber die wichtigste Karte, Imperial Order, haben wir gezogen. Und sonst sind da nicht viel dabei. Und da kommen wir zum Deck. Ich habe mich dazu entschieden, ein bisschen offensiver reinzugehen mit unseren 1700 bis 1800er Monstern. Slifer, Chiragumo und die dunkle Elfe immer noch als fetter Beatstick, die anderen den vierständigen Käfer, um Monster zu zerstören, Spearcreeten, weil im letzten Duell war das eine gute Wahl, wenn er keinen Nobleman of Crossmont gezogen hat. Von den Spells hat sich nichts großartig geändert. Sollte Nice Guy weiterhin auf die Ausrüstungsstrategie gehen, haben wir Tale of the Flick rein, damit wir mal seine Ausrüstung klauen. Reckless Attack, um einen spontanen Angriffsboost zu geben. Mit Shusu, um Karten zu zerstören, wenn sie auf uns und wenn
wenn ein Monster von uns auf den Friedhof gelegt wird. Seitdem haben wir noch einen offenen, einen Beater, unsere zwei Walls, die kalte Welle für Notfälle, genauso wie das Stimpack und die feierlichen Wünschen sollten wir auf Stall umschweifen mit Toll und das um Angriffe zu verhindern. Und das wäre es auch schon von meiner Seite und wir sehen uns im Duell. Und hallo und herzlich willkommen zum Duell. Dieses Mal Pharaoh's Servant. Und wir werden einen epischen Schere-Stein-Papier-Duell haben. Ich würde gerne anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Wow. Nur zu. Ich möchte das Duell genauso professionell starten wie die letzte Runde, das erste Duell. Ich fange mit Topf der Gier an. Nicht schlecht. Ja, professionell. Ja. Damit hört es schon auf. Wir können eigentlich schon aufhören. Ich habe meinen Profizug gemacht und das sollte eigentlich reichen. Wir fangen einfach mal mit Shiragumo und Setsuwon. Deiner. Okay. Ich würde erstmal gern gucken. Sehe ich das richtig? Nein! Nein, tu es nicht! Okay. Der Fuck. Da kriegt man Slifer raus. Wieder keine Chance, ihn zu spielen. Das glaub ich nicht. Ja, was ist schlimmer, die Cyberdose oder der Sangan? Obwohl Spalt ist auch scheiße. Muss ich sagen. Das ist alles kacke. Du hast nicht schlecht gezogen, aber du hast auch Topf der Gier aktiviert, von daher. Ja. Ich find's auch sehr interessant, du spielst schon gegen Deckout, spielst schon 50 Karten im Deck. Kannst dich nicht entscheiden. Absolut. Können wir darüber reden, bitte? Ich glaube, die Elfe möchte nicht darüber reden. Aber du weißt, große Spinnen kann man nicht einfach so an den Wand klatschen. Ich verstehe. Ja. Okay, wenn du jetzt nichts setzt, bin ich eigentlich sehr zufrieden. So, nee. Not even close. Gab es nicht eine Option, seine Hand zu mischen? Egal. Set 2. Spielst 50 Karten. Du hast eine Spiegelkraft. Wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Spiegelkraft ist? Weißt du was? Ich bin so nett. Ich renne einfach mal in die Spiegelkraft rein. Naja. Einfach gar nicht darüber nachdenken. Bitte jetzt nicht meine Lebenspunkte halbieren. Dankeschön. Deine. Ich habe zu viel Duel Links gespielt. Ich setze meine Backwall immer als erstes. Ganz schlechte Voraussetzung. Nee. Ja. Schauen wir mal, ob das was wird. Hast du denn deinen Reckless Attack? Ups. Willst du deinen Spalt abwerfen? Nee, ist schon in Ordnung. Du hast auch keinen Bock drauf, so gesehen. Ich würde meinen Spalt gern aktivieren. Das ist blöd. Wenn deine Lebenspunkte halbiert, hätte ich jetzt gewonnen. Menno! Ja. Shiragumi. Sind sie aber nicht. Okay, du kennst meine komplette Hand und ich habe einen Sangan auf dem Feld. Wir haben beide einen Sangan auf dem Feld. Welcher triggert als erstes? Deiner oder nicht? Nice. Ja, das heißt, du suchst als erstes. Ich habe so viel Auswahl. Nimm den Spearquieten und du? Oh Gott, wie ich den hasse, ohne Witz. Ey, du hast auch Sangan gezogen. Ich habe nicht mal die Hexe gezogen. Ich habe gerade mal nur ein Sangan. Obwohl, Sangan ist eh hier auf 1, also. Ich habe nicht mal eine Hexe des Schwarzen Waldes gezogen. Warte mal, habe ich gewonnen?
Ja, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen, weil ich Monster habe mit mehr als 100. Ich merk's auch gerade. Die Backrow, die ich noch auf der Hand habe, bringt mir gerade nichts. Ah, nicht gut. Ich gebe einfach auf, bevor du siehst, was ich nehme. Okay. Auch sinnvoll. Faszinierend. Oh, fuck. Ich habe auf Aufnahme vergessen zu starten. Musst du mir gleich deine schicken. Fuck. Okay, jetzt sind wir auf meiner... Vom Bildschirm? Ja. Okay, gut, dass ich aufnehme. Genau deswegen nimmt jeder von uns auf. Jetzt sind wir auf der richtigen Seite des Spielfeldes. Okay, ich bin ein ganz kleiner Trottel. Ich hab nicht... Ah ja, nicht so schlimm wie die Aktion gerade mit dem Sangan zu crushen, wenn wir nur noch 100 Lebenspunkte haben. Kommt drauf an, wir haben... Gut, nee, letzte Runde war... Wir haben beide Misplays gemacht und haben beide dadurch verloren. Ja gut, kommt drauf an, das Problem wäre gewesen, wenn ich ein Monster gezogen hätte, hätte ich auch gewonnen. Also... Na, du weißt nicht, was ich noch hatte. Na gut, nee, du hast gesagt, du hast eine Backrow gehabt, oder nicht? Genau. Ja gut, das stimmt. Je nachdem. Also hätte ich mit dem Sangha nicht eingegriffen, wäre es besser gewesen, tatsächlich. Ah, weil du nochmal die Falle hast, wo du Monster zerstören kannst, wenn ein Monster von dir weg ist, okay. Oh. Ich werde nicht spoilern. Gut, das... Aber nein, diese Karte war es nicht, es war eine andere. Okay. Die du wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hast. Oh, es gibt halt... Es gibt so viel, was ich nicht auf dem Schirm habe. Aber ich habe nicht genug von deinem Deck gesehen, dass ich wirklich entscheiden kann, ob ich sein will. So ging's mir auch. Ich habe auch nichts getan. ja. Gefällt mir nicht. Ich habe keinen Topf auf der Hand. Keine Topf auf der Hand ist direkt schlecht. Automatisch. Hexe des Schwarzen Waldes direkt. Okay. Warte. Wir sind nicht in Duel Links. Ganz gemütlich. Erst angreifen. Gucken, was passiert. Und dann erst die Backrow setzen. Oh, fuck you. Autsch. Das war übrigens die Backrow, die ich vorher gehabt hätte. Ja, okay. Das auf jeden Fall zahlt sie 2000. Nee. Nee, das hätte ja auch nichts gebracht, wenn ich ein Monster gehabt hätte. Na, hättest du eingegriffen, hätte ich deinen Sangern halbieren können. Ach so meinst du das. Ja, gut, dass du das nicht hättest angegriffen, sondern ich hätte reinquetschen müssen. Autsch. Okay. Igitt. Ja, komm. Such dir deine Karte. Und dein Monster kriegt auch noch 700, was du suchst. Oh, und du kannst ja einfach... Ey, die Hexe ist einfach... Nee. Das... Moment. Das ist ja ein Chainlink 2 auf jeden Fall, oder? Du hast, glaube ich, die... Das heißt... Das ist optional, ne? Das heißt, es ist Chaining 2, das heißt, es würde als erstes resolved werden und danach mein Deck gemischt. Das heißt, es bringt es gar nicht. Ach so. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was du als Chaining 1 gemacht hast. Naja, das Pflichteffekt, Hexe. Oh. Okay. Von daher. Ja, gut. Ich muss ehrlich sagen, ist mir lieber, dass deine Ausrüstung jetzt in deinem Deck ist, dass du nicht mit Dark Elf Ausrüstung kommst. Ne, ich hab den Effekt gar nicht aktiviert. Ja. Also ich hab mein Deck quasi ausgedünnt. Ja, nee, es war eher in Hinsicht so... Egal. Gedanken, Sachen sind kompliziert. Ja. Gucken. Yay, wer hätte damit jetzt bloß gerechnet? Deiner. So ein Zufall. Ja, was wird jetzt wohl aufs Feld kommen? Oh, fuck you. Ach.
Michizure? Ja, bin noch am überlegen. Du hast eine... Die dunkle Elfe ist halt mega stark, aber wenn du jetzt... Du hast einen Magier. Was könntest du noch? Du könntest eine Cyberdose als Backflow haben, aber komm, wir zerstören mal die Elfe, weil die gerade so mit 2,5 leicht über meine Monster kommt. Aber nur leicht. Weißt du was? Ich gehe mal Nummer sicher. Verräterische Schwerter. Oh. Oh. Okay. Dann Sangan. Dann hauen wir mal drauf. Oh, du kannst einmal Angriffspunkte halbieren. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, damit kann ich leben. Ein Fisch auf 7 Farben. Oh, stimmt. Hä? Interessant, dass man verräterische Schwerter anklicken muss. Gerade nicht aufgefallen. Ja gut, wenn du andere Quick-Effekte in der Interface hättest. Ja, ach so, ja gut, macht Sinn. Puh. Oh, das erste Duell, das war viel zu schnell. Ja. Deiner. Okay. Okay, damit sind meine verräterischen Schwerter weg. Mhm. Und weißt du was? Ich werde es tun. Ich opfere meine 3 Karten. Und beschwöre Slifer aufs Spiel. Oh, krass. Puh. Ja. Jetzt aktivierst du Graceful Charity. Nein, Topf der Gier. Ach, der ist noch gar nicht raus. Das war im letzten Duell, ne? Nee, das ist Starterdeck, glaube ich. Charity. Oder nicht? Ja. Restwagel ist jetzt viel. Ja. Tag. Wobei der On-Field-Effekt ist halt echt gut. Das ja. Na ja, komm. Ich habe meine Götterkarte als erstes beschworen, wenn ich damit nicht schon zufrieden sein kann. Gut, 2000 ist jetzt lächerlich schwach. Und es könnte mir das Duell kosten, weil er nur 2000 hat. Aber ich will ja nichts sein. Jawohl. Du musst eine Ausrüstung ziehen, um über Slifer zu kommen. Weil Chirogumo oder die dunkle Elfe würde ja erstmal 2000 Angriffspunkte verlieren. Oh, ich bin ein Idiot. Das ist gut. Ich auch. Ich wollte diese Karte nicht anklicken. Ach. Okay. Ah. Cool. Ja, das war jetzt wasted. Das, ja, okay. Das wollte ich nicht. Egal, kannst du nächste Runde keine Spells aktivieren. Ja. Ist auch okay. Endphase? Ah. Du bist? Ja, die hätte ich jetzt eigentlich diese Runde gebraucht, aber... Okay. Hä? Die können doch nicht angetargetet werden, oder? Ach, nur wenn... Oh Gott, nur wenn die beschworen werden. Okay. Ja, nur Obelisk kann ich angezielt werden. Wie beschissen ist das? Nicht mal einen Target-Schutz hast du, du hast gewonnen. Keine Spiegelkraft. Nee. Achso, Cold Wave ist ja noch aktiv. Cold stimmt. Wave ist nicht aktiv. Nee, stimmt, die ist nicht mehr aktiv, nee, aber keine Spiegelkraft. Hast du gewonnen, Alter. Hane. Einfach nur fuck the shit. 450 gegen Gott, halt weg damit. Ja, braucht kein Mensch, ne? Braucht kein Mensch. Okay, interessant. Das jetzt habe ich wieder nicht so viel von deinem Deck gesehen. Ich bin auf... Ach ja, wird schon passen. Ja. Das Herz der Karten wird mir das Richtige schon geben. Wie schon gesagt, einfach Slifer zu beschwören war eigentlich schon das größte Missplay, was ich machen konnte.
Überleg mal, ich habe Sangan und Cyberdose geopfert dafür. So, ja, stimmt. Also, ein größeres Missplay kannst du nicht machen, aber sind wir ehrlich, wir werden so selten die Chance haben, einfach mal den Gott aufs Feld zu klatschen. Außer wir spielen jetzt. Hey, fick dich mit deinem scheiß Schwert und Schild. Einfach nur bäh, böse, pfui. Deiner. Ach ja. War das nicht gut? Nee, das war eigentlich mein einzig guter Pull aus dem Set. Hey, du spielst den auch. Aber immerhin dürfen wir unsere Decks jetzt angucken. Alter, du spielst Obelisk. Aber großenteils hat sich dein... Ah, okay, du hast den Order gezogen. Scheiße, das weißt du ja jetzt. Okay. Ja, wie du gesehen hast, habe ich weder Jinzo noch Order. Ach, was? Ich habe keine Secret gezogen. Nicht mal eine Ultra Rare. Ich habe sogar vergessen, dass hier... Ich habe gedacht, Jinzo kommt noch. Oh, fuck. Aber immerhin haben wir... Yep. Immerhin keiner von uns Jinzo. Das ist auch eine... Wäre es... Ah, ich find's witzig, du hast Order gezogen und ich habe gar keine gute Spell. Weißt du, ich lohnt sich eigentlich nicht zu negieren bei mir. Ja, das Problem ist, ich hab's halt drin gehabt, weil ich mir dachte, gut, wenn du wieder auf die Ausrüstungen und allem drum und dran gehst, ja, lieber haben, als dann später zu bereuen. Ich will eigentlich nicht angreifen. Einfach nur, weil du dir eine Karte searchen kannst. Immerhin hast mein Deck ausgedünnt. Das war eigentlich der Plan. Die Frage ist jetzt Shirai Gumo besser oder der andere? Krass. Der hatte mehr Def. Du hast, glaube ich... Gut, du hast deine Effektmonster alle, kannst du nehmen. Gut, du könntest den Sangan recyceln und dann in Cyberdose, wenn du so richtig Bock hast, ein bisschen dein Deck auszudünnen. Na, so ein Beatstick wäre nicht schlecht. Was mich trotzdem aufregt, ich hatte schon wieder Slifer auf der Hand. Ich ziehe aber auch nur Slifer, der liebt mich. Ja, von mir aus deiner. Ja. Fallgrube. Oder hat eine Angst. Kommt auch das erste Mal. Ich hoffe, ich zahle jetzt nicht. Ja. Okay. Jetzt hält's. Oh nein. Aua. Angreifen. Und während der Damage Step kommt eine Konterfalle. Yep. Aber dein Shiragumi stirbt trotzdem. Ich war am überlegen, Friedensangebot einfach zu aktivieren, aber dann war es so geil, aber auch wieder so Ich find's schön, wir sind gerade zu Gleichstand. Ich habe 3 Karten, du hast 4 Karten. Ich werde wahrscheinlich meinen Slifer ziehen, bevor du deinen Obelisk ziehst. Dann muss ich keine Angst haben vor... Oh Gott. Ey, kann ich nicht spielen. Nice. Immerhin ist der auf dem Friedhof. Weg damit. Wie, du kommst nochmal aufs Spiel, kommst nochmal auf meine Hand. Das eine Mal, wo ich dich beschworen habe, hast mir nichts gebracht.
Ja, ich war ja nachgezogen, als du den 1700er hattest. Da dachte ich mir auch so, ah, verdammt. Ja, zu wenig. Knapp. Machen wir Spalt. Mhm. Einer. Uiuiui. Es wird wieder zu spannend. Ich will wissen, was da liegt. Exodias Kopf. Nein, Spare bieten. Wow, ich könnte Slifer spielen. Was wäre denn. Ich weiß es gerade nicht. Wenn ich Slifer in einer verdeckten Verteidigungsposition spezial beschwöre, wird er zerstört? In der Endphase. Ja, deswegen. Wird er zerstört. Okay. Stimmt. Oh. Weil sein Effekt. Ja, egal. Was wählst du? Welche hast du denn zur Auswahl? Ich hab Shiragumo gewählt gerade. Okay. Ganz schön verzwickt gerade. Das ja insbesondere. Na komm, ich probier's trotzdem. Kopf. Oh. Oh, jetzt kommt. Mit Sangern holt man sich nur die starken Flip-Effekt-Monster. Ich sehe es kommen. Immerhin werden. Wird beim Topf immer in alle Monster in verdeckter Verteidigung gespecialt. Boah. Ich muss erst sagen, ich habe ja einige Yu-Gi-Oh! Videospiele gespielt und bei, wenn du Yu-Gi-Oh! Videospiele spielst grundsätzlich und damit Shiragumo spielst, hast du grundsätzlich die Wahl zwischen Lebenspunkte halbieren oder Lebenspunkte halbieren. Aber der NPC, also der Computer, hat 2200 Beatstick. Ja, das. Ich werd's bereuen. Kann sein. Ah! Ja, kommt er halt wieder. Oh mein Gott, unser Feld wurde gemischt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen mehr Plus machst als ich in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Ich komme auf jeden Fall. Ah. Ja, das. Ey, es ist jetzt echt suboptimal, dass du einen Topf bekommen hast. Heißt, dass das Monster, das du spielst, wieder in dein Deck gemischt. Weißt du was? Ich sag, dass das die Mirror Force ist. Weg damit. Oh, du wolltest mein Monster loswerden. Das ist auch ein guter Pull, der Dastonado. Yep. Den habe ich leider auch nicht. Na komm. Hast du eigentlich mystische Raumtaifun gezogen? Nein, leider nicht. Wow, da kommt die Zeitmaktos von oben. Okay. Okay, ich werde nichts an meinem Board ändern. Lohnt sich eh nicht, irgendwas zu spielen. Ich habe gehört, die wird zerstört. Jo. Der muss weg. Wow. So viele fucking Traps und einmal. Wow. Oh nein, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, du hast. Hast du bekommen? Schild und Schwert, Dunkelelfe und. Boah. Traust du dich denn in meiner Zeit los anzugreifen? Du hast 19 Karten im Deck, ich 24. Das stimmt. Ich trau mich sowas von dir anzugreifen. Was
hast kein Monster genommen bis jetzt. Mirror Force, hast noch 700. Kommt ihr hier? Okay. Hi Geki. Okay. Ich weiß ja, dass du noch eine Mirror Force verdeckt hast, also greif ich einfach nur mit einem Monster an. Ja. Meine Güte, die Cyberdosen fliegen hier aber auch rum. Okay. Attacker, 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 Attacker. Wow. Warte. Was war jetzt das erste Monster, das ich spiele? Ne, ist E-Position. Wow, ich habe ja nur Spells bekommen. Interessant. So, jetzt die Frage, ob da eine Spiegelkraft liegt. Oh fuck, nein. Oh, ist das fies. Nee, greif bitte mit Shiragumo an. Oh. Ja gut, ich habe eh noch 650, ist erwischt. Ja, so ein okay. Shit happens. Was hattest du? Du hattest so eine... Mit Suzuna nochmal. Oh, das ist übel. Ich hab so wenig Lebenspunkte und du so viele Karten. Nicht gut. Ja, bin gerade am Überlegen. Biete dir ein paar Runden Frieden an. Keine Gewalt soll hier herrschen. Boah. Ist das übel. Will ich die 100 zahlen? 650 hast du. Meine Güte, das ist nicht viel. Nee. Deiner. Finischen wir erstmal deine Verdeckte. Okay. Oh oh. Oh oh. Oh fuck, meiner. Ich hab falsch rum angegriffen. Scheiße.
wusste doch, dass die jetzt kommt. Hä? Ach, die Grundangriff wird halbiert! Mhm. Fuck. Okay. Nein, dann habe ich richtig rum angegriffen. Okay. Verräterische Schwerter. Deiner. Zahlst du die 2000? Nein, ich weiß noch, dass du ein Schwert und Schild hast. Das stimmt. 500 zu 50. Du möchtest die Backwall schießen. Das ist natürlich blöd. Gott, du hast noch so viele Ausrüstungen. Oh Gott, bin ich dumm. Oh. Richtig wasted, egal. Jetzt hast du wieder den Effekt von verräterische Schwerter. Normal sammel ihn. Mhm. Mit der Fee kann ich eh nicht mehr angreifen. Ne, damit kann ich auch nicht ins Game gehen. Dann gehe ich in Battleface. Gucken wir auf das Viech ein. Nein, ich will nicht angreifen. Wenn das ein Chat. Aber warte, wie viele Champs sind gebanished? Einer. Okay. Ich würde gerne meinen Shiragumo ausrüsten. Aua. Ist es jetzt das 2-2? Ich glaube schon. Wenn du nichts gegen den Angriff hast, ja. Ja. Ich habe eigentlich so drauf gehofft, dass du in einen meiner Monster reinrennst. Ich habe nämlich die Zauberkarte, die du im letzten Duell gespielt hast, dass man eine Ausrüstung wechseln kann. Ah, okay. Ja. Deswegen habe ich eigentlich meine Elf auch ausgerüstet. Der Plan war ja mit Elfe drauf. Dann mit Shiragumo drauf und dann die Ausrüstung wechseln. Ja, ich hatte jetzt die ganze Zeit Obelisco auf der Hand. Und ich habe gehofft, so nach Cyberdose, dass ich dann mal drei Monster draußen habe. Aber ich hatte immer nur zwei und mal ein drittes war, hast es gleich weggenommen. Ja. Reine Frage, war die Setzten Cem? Als ein Schleif? Nee. Okay. Die war das eine schwache Monster, das, wenn es Schaden macht, kann ich eine Karte ziehen. Davor hatte ich jetzt so gerade Angst, du hättest eigentlich nur auf Monster setzen müssen. Ich glaube, ich hätte zu viel Angst gehabt davor, dass ein Schleim wäre. Ja, da hättest du an den Burnschaden hättest verloren. Ja. Ich würde sagen, das war's dann auch von diesem Part. Ja. Sagt, wie es euch gefallen hat. Immerhin ist es Gleichstand jetzt, 2-2 steht's jetzt. Gucken wir mal, wer in den nächsten Duellen wieder die Führung bekommt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.